Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Valentin. Ich bin hier Consulting Engineer bei der Firma FileMaker und führe Sie heute durch das Webinar FileMaker Training Series Basic. Im Vorfeld ganz kurz noch zwei, drei technische Informationen. Dieses Webinar wird über Citrix-Technologie übertragen und eine Audioübertragung können Sie hier auch entsprechend über Ihrem Lautsprecher bzw. über Telefon verfolgen, falls Sie da eingewählt haben. Bei Problemen bitte direkt Citrix-Kontakt kontaktieren, da wir selber keinen Einfluss haben auf das Hosting. Die Informationen finden Sie hier. Fragen werde ich am Ende dieses Webinars stellen und haben Sie ein Fragefenster, da können Sie die Fragen eingeben und ich werde sie dann nach dem Webinar und nachdem ich die Aufzeichnung beendet habe, dann vorführen. Gut. Schauen wir mal, ob auch alles funktioniert, wie die Aufzeichnung auch gestartet wird. Ja, die wird aufgezeichnet. Und worum geht es heute? Es ist einmal der Hauptbereich. Heute wird es sein FileMaker Training Series, Formeln und Skripte. Und es sind noch zwei, drei andere Bereiche mit dabei, aber es ist die Agenda, werden wir auch hier gleich sehen. Es ist also, geht es grundsätzlich mal um eine Entwicklungslogik, die ich mit FileMaker abbilden kann. Dann Berechnungen, das heißt die Funktionen, die in FileMaker vorhanden sind, dann die Möglichkeit von Skripten, dann Hilfewerkzeuge. Da werde ich vielleicht ganz kurz auf die FileMaker Pro Advanced eingehen und Ihnen den Debugger mal vorstellen und auch den Datenanzeiger. Reporting werden wir heute nicht so viel machen und sicher den Einsatz eigentlich auch nicht, weil es sind Elemente, die Sie dann auch in diesem Handbuch besser nachlesen können. Steigen wir auch gleich mal ein in die FileMaker-Entwicklungslogik. Das heißt, FileMaker ist an sich ein sehr gutes Werkzeug, um solche Apps zu erstellen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man auch sehr viele automatisierte Abläufe einbauen kann. Das heißt also ganz, ganz praktisch, Anmeldeinformationen können zum Beispiel hinterlegt werden. Es gibt die Möglichkeit, dann unterschiedliche Funktionen abzurufen, Berechnungen reinzubauen, Feldvorbelegen und verschiedene Sachen, Integration, Interaktion zwischen verschiedenen Benutzern ist also auch möglich. Das heißt also, FileMaker bietet hier die Möglichkeit, mit Funktionen einen kompletten Zugang zu berechneten Daten zu ermöglichen und kann auch dann einen kompletten Geschäftsablauf darstellen. Zum Beispiel hier in diesem kleinen Dashboard von der Gallery Dashboard ist der Verkauf in New York bzw. New Orleans und Las Vegas dargegeben. Das wurde mit FileMaker Bordmitteln erstellt. Die Entwicklungslogik selber bezieht sich aber nicht nur auf die Funktionen, sondern man kann mit vielen, vielen Möglichkeiten hier arbeiten in FileMaker. Das erste ist einmal die Skripte. Das heißt, ich kann mit Skripten sehr komplexe Abläufe programmieren und kann gewisse Sachen, die immer sehr stupide suche mir den raus, klicke dahin, klicke da drauf. Das kann ich alles mit Skripten entsprechend abbilden. Ich kann E-Mails mit Anhängen rausschicken und verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, durch Skripte ist eine Automatisierung verschiedenster Bereiche möglich. Das heißt, sie unterstützen die Benutzer erheblich und der Benutzer kann sich auf seinen Arbeitsprozess konzentrieren und muss sich nicht darum kümmern, was hinten dran ist. Skripte und Funktionen erhöhen die Datenintegrität durch standardisierte Geschäftsprozesse. Das heißt also, mit Skripten und Funktionen kann man schon verhindern, dass Daten doppelt eingetragen werden. Und der zweite Bereich hier bei Skripten ist die Möglichkeit, mit Funktionen zu arbeiten. Das heißt, also Sie haben die Möglichkeit und Funktionen finden Sie in vielen, vielen Bereichen von FileMaker. Beim Datenbank erstellen können Sie schon Funktionen bauen. Beim Skripten können Sie Funktionen nutzen. Funktionen werden auch in der Sicherheitseingabe zum Beispiel genutzt und. Und diese Aufgaben, die man erledigen kann, zum Beispiel sagen, eine Darstellung von berechneten Ergebnissen. Dann automatische Feldeingabe und Überprüfung zu gucken, wenn ich Personen in einem bestimmten Postleitzahlbereich eingebe, existiert er da schon? Kann ich ein Skript hinten dran laufen lassen oder ich kann eine Relation und Funktion aufbauen, die mir schon anzeigt, okay, in diesem Bereich gibt es teilweise schon diesen Kunden dann, dass man nicht mal doppelt eingeben kann, dann die Möglichkeit, Hinweise anzuzeigen bei der Eingabe von verschiedenen Bereichen. Das ist im Layout-Modus, wird es gemacht. Dann haben wir letztes Mal im letzten Webinar gesehen, die konditionelle Formatierung, das heißt Daten einfach übersichtlicher darzustellen und man kann die in verschiedenen Skriptoperationen auch noch mit einbinden.
Weiterhin ist es bei den Funktionen möglich, also wirklich einfache und sehr komplexe Berechnungen ihrer Daten zu veranlassen dann. Das heißt, Sie können aufgrund einer Rabattstufenstaffel zum Beispiel unterschiedliche Preise rausgeben. Je nach welcher Kunde in welchem Bereich drin ist, können Sie schon die Bereiche, die Angebote schon so vorberechnen, dass für den Kunden das jeweils richtige Rabatt entsprechend gilt. Großkunden zum Beispiel kriegen noch 10% Rabatt, kleinere Kunden vielleicht noch 5% Rabatt. Skontoberechnung können wir hier mitmachen dann. Und die Berechnung können in Text, Zahl, Datums, Zeit und Containerdaten beinhalten. Das heißt also, hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, dann die Bereiche dann abzubilden. Wir werden auch gleich dann in das Funktionsfenster reingehen und uns das mal auch näher anschauen. Als erstes nochmal ganz kurz ein kleiner Blick hier auf dieses Dialogfenster von FileMaker. Das erkläre ich dann auch gleich noch am Live-Beispiel hier. Ich habe hier in dem rechten Bereich die Feldliste. Ich habe ein Tabellenmenü hier, habe einen Kontext, in dem die Formel läuft. Dann habe ich hier das Eingabefenster, dann die unterschiedlichen Operatoren, die ich in FileMaker verwenden kann. Dann auf der linken, rechten Seite hier haben Sie die Funktionsliste und die verschiedenen Möglichkeiten, dann die Sachen noch zu speichern oder nicht zu speichern und immer dauernd neu zu berechnen. Und das ist das Dialogfenster, das werden wir auch gleich live sehen. Das heißt, FileMaker unterstützt viele mathematische Standardoperatoren. Jede Art von Felder kann mit einbezogen werden. Ich kann auch Variablen mit einbinden in FileMaker. Operatoren können Plus und Minus zum Beispiel sein oder auch größer, kleiner, gleich, wenn ich logische Funktionen mache dann. Und es gibt sehr, sehr viele Funktionen, die mit eingebunden werden können oder im Vorfeld abzuprüfen, existiere ich das, wo befinde ich mich gerade. Werfen wir mal einen Blick auf die Kalkulationen und bevor wir das machen, auch noch ganz kurz noch ein Blick nochmal in das FTS-Handbuch. Das ist recht einfach. Ich habe es hier schon offen. Mach mal das zu hier und gehe mal in mein worüber wir sprechen heute. Das heißt, wir werden heute in diesem Webinar die zwei Hauptbereiche 14 und 15 abdecken und eventuell werde ich auch noch in Lektion 16 reingehen. Den Bereich Integration und Sicherheit und Einsatz können Sie auch sehr gut selber nachlesen. Also als erstes gebe ich mal eine Übersicht über die Formeln, was eine Formel ist, wie eine Formel erstellt wird, Erstellen von Formeln zum Beispiel und Funktionen von Operatoren. Und im zweiten Bereich bei Skripte gehen wir dann auf die Skripte ein. Gut, ich öffne mal FileMaker oder habe schon eine Datei offen, nämlich die Datei, die bei dem Trainingsmaterial mit dabei ist. Und habe hier die Datei Equipment verleiht, die wurde mitgeliefert oder wird mitgeliefert in diesem FTS Basic. Und hier habe ich dann schon mal mein Eingangsfenster, mein Startfenster, wo ich mit beginnen kann. Und grundsätzlich, wo finde ich meine Funktionen? Wie kann ich meine Funktionen absetzen? Dazu gehe ich mal in den Bereich hier unter Verwalten, Datenbank. Und dann sehen Sie hier meine Tabellen, meine Beziehungen und meine Felder. Mit Felder kann ich dann da schon mal zum Beispiel Formeln nutzen. Ich habe hier zum Beispiel bei Kunden ein Formelfeld, das ist nicht gespeichert, Summe von Anlagenkosten. Das heißt also, alle Anlagenkosten werden aufsummiert. Oder eine vollständige Adresse wird erzeugt für ein Briefformular. Oder gehe ich mal rein in meinen Anlagenbereich rein, sehen Sie hier zum Beispiel Formeln Tage in Betrieb, Rohle, Systemdatum und in Betriebszeit. Die bauen wir einfach mal nach. Das heißt, ich sage mal Tage in Betrieb 2, sagt Tage in Betrieb 2, weil ich kann keinen gleichen Namen vergeben, sehen hier den Typ Formel und sage erstellen. Und wenn ich das gemacht habe, dann geht hier mein Formelfenster auf. Das haben Sie vorhin schon in der Keynote-Präsentation gesehen, wo verschiedene Möglichkeiten dann drin sind. Ich habe hier dann meine Anlagen-ID, das heißt, hier sind meine Felder. Je nachdem, welches Bereich ich einsetze, bekomme ich dann die Felder von einer Beziehung zum Beispiel. Habe hier den Kontext, in dem die Formel evaluiert wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil jede Formel läuft in einem ganz bestimmten Kontext, zum Beispiel von einem bestimmten Layout oder von einer Beziehung. Und wenn Sie den Kontext hier falsch setzen, dann gibt es ein Problem in der Berechnung. Die Ergebnisse können komplett unterschiedlich sein.
Und dann habe ich hier da meine Operatoren, das heißt von Texteingabe bis rüber zu Klammern ist alles vorhanden dann. Auch hier die Quadratzahl oder hoch, wenn man 10 hoch 15 zum Beispiel machen möchte, kann man diese Funktion hier verwenden dann. Und dann sehen Sie hier auf der Seite alle Funktionen. Ich habe die Möglichkeit, die Funktionen hier entweder alle nach Namen abzubilden. Das heißt, hier sehen Sie dann alle Funktionen, die es in FileMaker gibt. Das sind ungefähr 170 verschiedene oder 180 verschiedene. Dann gibt es hier die Möglichkeit, die Funktionen auch anzuzeigen als Typ. Und ich habe hier zum Beispiel ein Plugin noch aktiviert und kann man hier mit zeigen dann. Aber die FileMaker-Standardfunktionen sind hier einmal Textfunktionen. Textfunktionen wird gebraucht, um verschiedene Textoperatoren und Operationen durchzuführen, um Texte zum Beispiel in Großbuchstaben umzuwandeln oder Text in Kleinbuchstaben umzuwandeln oder festzustellen, wie lang ein Text ist. Dann haben wir hier den Bereich da unten dann noch die Textformatierung. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, die Textinhalt eines Textfeldes oder eines Zahlenfeldes noch zu formatieren. Ich kann ihn in Rot, Gelb, Grün machen. Ich kann den kompletten Format entfernen. Dazu habe ich diese Funktionen hier. Dann habe ich Funktionen da, die in Zahlenbereich, im Brechenbereich gehen. Das heißt, es geht von absolut bis rüber zu Zufall, wo ich eine Zufallszahl erstellen kann dann und habe hier verschiedene mathematische Operationen, die ich bauen kann. Und dann ganz, ganz wichtig sind die Datumsfunktionen. Ich habe die Möglichkeit, ja direkt mit Datumsfeldern zu berechnen. Und da kann ich dann zum Beispiel auch hergehen und sagen, okay, nimm mal das Systemdatum und dann ziehe mir da entsprechend das Datumsfeld davon ab. Und das funktioniert auch deswegen so gut, weil das Datumsfeld oder die Datum in FileMaker hochgezählt wird. Und zwar vom 01.01. Jeder Tag wird um eins hochgezählt und deswegen kann ich zwei Daten voneinander abziehen und bekomme dann die Differenz zum Beispiel hoch. Also gehe ich her und sage hier, das gibt so eine Zahl zum Beispiel raus und dann nehme ich eine Funktion her. Ich möchte ja die Zeitdifferenz zum Beispiel rechnen zwischen zwei verschiedenen Tagen. Da brauche ich einmal so eine Statusfunktion. Hier sehen Sie sehr, sehr viele Statusfunktionen. Wenn Sie sehr regelmäßig mit FileMaker arbeiten, werden Sie dann auch mehr, das denken Sie, Sie können also von Programmbenutzername bis Skriptparametername oder Textlineal sichtbar oder nicht sichtbar abfragen. Das heißt, Sie haben sehr, sehr viele Statusfunktionen hier und eine Funktion ist dann hier, wenn man weiter runter geht, hole System. Datum, das ist diese Funktion hier. Ich kann entweder draufklicken oder ich gehe aber in mein Editorfenster hier rein und sage hier, gebe mal H rein. H, O, hole. Okay. Eine Klammer aufmachen. Ich weiß, es ist eine Systemabfragefunktion und wenn ich dann Sys eingebe, dann zeigt die mir schon die Funktion Systemdatum mit Return. Habe ich jetzt hier Systemdatum mit drinne. Gut, das ist der erste Punkt. Jetzt benutze ich einen Operator hier, das ist der Minus und Minus. Und jetzt kann ich dann unter verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Tage in Betrieb bzw. in Betriebszeit, was ein Datumsfeld ist, Doppelklick und da draufklicken. Ich kann aber auch hergehen und sagen, wenn ich mal sagen, in eingebe, dann zeigt er mir das auch hier in dem Dialogfenster an. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, nehme mal diesen Bereich mit rein und dann habe ich schon meine erste Formel berechnet. Meine Formel schaut dann auch folgendermaßen aus. Die Formel hat die Eigenschaft, gleich gespeichert zu werden oder wenn ich Speicherfunktionen verwenden, kann ich sagen, globale Speicherung zum Beispiel verwenden. Das ist eine Wert für alle Datensätze damit drinne. Oder ich kann sagen, Ergebnisse nicht speichern und bei Bedarf neu berechnen. Bei komplexen Operationen muss man auch darauf achten. Das heißt, wenn ich sie immer wieder neu berechnen lasse, dass es auf die Performance gehen möchte. Wenn FileMaker durch 100.000 Datensätze durchgehen muss, und das kann oft vorkommen in Funktionen, in Berechnungen, dass er immer wieder das neu berechnet möchte. Und dann basiert das eine Feld auf dem anderen Feld und dieses Feld nochmal auf ein anderes. Und dann baut es sich intern ein sehr großes Deck auf und es dauert dann einfach eine Zeit, bis es durchberechnet ist. Und dann muss es intern ja auch noch abspeichern. Das heißt also,
die Funktion Ergebnisse nicht speichern, nur bei Bedarf neu berechnen, würde ich persönlich da anwenden, wo ich weiß, okay, es sind nicht so viele Rechenschritte notwendig. In dem Fall sage ich okay und habe okay und dann habe ich hier ein neues Feld erstellt und das ist dann nicht gespeichert in Betriebszeit, während dieses zum Beispiel Tage im Betrieb. Eine weitere Möglichkeit ist so, ich kann die Textoperationen mit FileMaker durchführen. Da haben wir hier zum Beispiel eine Formel, die heißt vollständige Adresse. Oft möchte ich eine vollständige Adresse in einem Adresslabel ablegen. Das heißt, ich möchte die berechnen lassen aufgrund von verschiedenen Feldern. Und wie gehe ich da vor? Ich lösche die mal hier raus und sage hier, in dem Fall arbeite ich jetzt hier mit Textfeldern und die Operation gibt einen Text zurück. Dann sage ich hier, ich möchte die Adresse haben und dann muss ich die miteinander verbinden. Und ich weiß, dass es dieses Und-Symbol eine Verknüpfung von Textfeldern macht. Dann sage ich hier und jetzt möchte ich ein Return einfügen. Das heißt, wenn ich das hier so mache, dann erzeugt der FileMaker einen Fehler. Ich muss dieses Return in diesem Hochkomma setzen. Das heißt, ich gehe her und setze hier das Return und dann verbinde ich das wieder mit einem Und. Und jetzt gehe ich her, das Und war verkehrt an dieser Stelle hier, das heißt, ich mache das hier rein und dann sage ich hier, also ich habe eine Adresse, das ist die Straße, dann habe ich hier die Postleitzahl. Und die Postleitzahl möchte ich trennen mit einem Leerzeichen noch dazu oder mit einem Bindestrich. Das heißt, ich kann hier einen Bindestrich zum Beispiel eingeben, sage dann hier wieder und sage dann hier, okay, nehme mir hier den Ort und sage den Ort und so weiter, füge hier auch wieder ein Und ein und dann sage ich hier dann nochmal Leerstelle und füge dann hier ein Return ein, das hätte ich davor einfügen müssen, aber das macht nichts, weil ich kann hergehen und nehme dieses mit Command C, kopiere ich das und füge es hier da mit Command V da zum Beispiel rein. Das heißt, ich kann also hier auch da reingehen und jetzt habe ich meinen Ort und es fehlt noch fehlt, ist ein Und-Zeichen. Und dann habe ich hier dann noch den nochmal Return, und zwar habe ich das schon kopiert gehabt, sage ich nochmal Command V einfügen und dann sage ich hier dann nochmal das Bundesland zum Beispiel oder das Land selber. Das heißt also, hier habe ich hier dann eine Formel eingestellt, die einen Text zurückgeht. Das ist die eine Möglichkeit. Ich habe auch die Möglichkeit, in diesen Formeln und Funktionen eine logische Operatoren reinzumachen. Das heißt, wenn ich das hier hergehe und ich mache mal Leerstelle, ich drücke es mal weiter runter, kann ich hier zum Beispiel hergehen und habe eine Funktion, die heißt falls. Das heißt, mit falls kann ich auch arbeiten. Und hier sehen Sie zum Beispiel Bedingung 1, Ergebnis 1, 2, 1, Bedingung 2, Ergebnis 2. Das heißt, ich kann hier da zum Beispiel eine Briefanrede machen, falls die Anrede Frau als Text dann sehr geehrte Frau und ansonsten sehr geehrter Herr. Oder wenn ich dann Frau, Firma, ein Herr drin habe, kann ich das mehrere machen dann. Und FileMaker berechnet hier das so lange durch, bis das erste Ergebnis wahr ist. Das heißt also, ich habe viele, viele Möglichkeiten. Und sollte ich das nicht wissen, wie diese Funktionen, was die eigentlich genau machen, dann kann ich auch noch die FileMaker-Hilfe aufrufen. Und in der FileMaker-Hilfe, ich rufe sie mal hier ganz kurz auf, sehen Sie hier die Möglichkeiten, wie eine Formel erstellt wird. Und wenn ich auf FileMaker Home gehe und dann hier bei der Funktion draufklicke, dann finden Sie hier die Kategorienliste. Oder aber Sie nutzen die Hilfe hier und es ist in FileMaker 15 sehr, sehr gut geworden. Da sage ich hier zum Beispiel, möchte Falls haben, sage Return und finde hier dann die überall da, wo Falls vorkommt. Und jetzt muss ich schauen, wenn, aber, falls, es ist natürlich sehr, sehr viel jetzt, muss ich ein bisschen einschränken bei der Suche hier oben, habe ich meine Falls-Bedingungen, klicke dann drauf und von der FileMaker-Hilfe wird hier die Syntax nochmal zurückgegeben. Das heißt, dass hier zum Beispiel Beispiele, Punkte größer 90, Punkte größer 50 und wird entsprechend angezeigt und man kann hier einen Bereich machen. Das gleiche gilt auch für Skripte. Ich kann also hier sehr gut mitarbeiten und berechnen und gehen wir mal halt Adresse
Sage ich, okay, habe es abgespeichert. FileMaker lässt mich auch erst raus aus dem Bereich, wenn das Syntax richtig gesetzt ist. Das heißt, wenn ich hier reingehe und da zum Beispiel das Hochkomma vergesse und sage, okay, dann sagt er, es fehlt etwas. Also muss ich hier in dem Bereich dann das Hochkomma nochmal einsetzen. Also ich kann erst die Funktion ist funktionsfähig machen, nachdem das Syntax richtig abgespeichert ist, sage ich okay. Und okay, jetzt habe ich die vollständige Adresse hier drinne und das sehen Sie hier, ist die vollständige Adresse hier da entsprechend dann aufgebaut. Das heißt Marktstraße und die Postleitzahl, das habe ich hier einen Return mit eingebaut. Also kann ich nochmal hergehen, setze das hier, sage Postleitzahl, nehme hier dieses Return raus, weil das brauche ich nicht, weil eins zu viel da ist und sage okay und sage ich wieder okay. Und Sie sehen, jetzt habe ich hier dann da zum Beispiel Marktstraße 52. Wenn ich das Ort und Straße nochmal voneinander trennen möchte, gehe ich wieder zurück in meinen Formelbereich, sage ich hier und füge hier zum Beispiel nach der Adresse zwei Returns ein. Das heißt, da sage ich ein zweites Return, da sage ich okay und habe dann hier das entsprechend gespeichert. Sie sehen es hier in meinem Formelfeld, wird sofort berechnet und zeigt dann hier die verschiedenen Informationen an. Hier ist es da zum Beispiel, passt es noch? Ja, gut. Das sind also die Möglichkeit, Formeln einzubauen. Auch die Gesamtkosten hier wurden zum Beispiel hier als Formel reingesetzt. Gehe ich zurück in meinem Bereich und sage hier zum Beispiel meinen Kunden, meine Anlagen, dann sehen Sie hier, Summe von Kosten, das ist die Gesamtkosten, wird denn hier berechnet, das ist ein Statistikfeld, das man damit arbeiten kann. Es fühlt auch sehr viele Wege. Man kann andere Funktionen noch einsetzen, machen wir nicht nur Statistikfelder, also kann auch mit Formelfeldern arbeiten. Das heißt also, man hat hier sehr viele Möglichkeiten, da mit FileMaker schon einen Ablauf da mitzubauen. Gut, der nächste Bereich ist hier, und da gehe ich mal wieder zurück zu meiner PowerPoint-Präsentation. Ist der Bereich Skripte. Das heißt, wir haben den Bereich Funktionen angesprochen und dann gibt es hier den Bereich noch Skripte. Mit Skripte ist so der Oberbereich um Funktionen, um bestimmte Abläufe in eine logische Reihenfolge zu bringen. Und wir werden uns auch gleich ein Projekt, die Projektdatenbank mal anschauen von FileMaker, wie da die Skripte ausschauen können. Das heißt also, diese Skripte können zum Beispiel in bestimmten Zielen wie Drucken eines Reports bedeuten. Die Skripte bestehen aus individuellen Skriptschritten. Das kann man vielleicht in der Programmiersprache bringen. Es ist ein ganz bestimmter Befehl, der gemacht wird. Und das heißt, in dem Fall gehe zu Layout, euer neuer Datensatz und so weiter. Neben diesem Bereich hier haben Sie dann auch eine ganz große Möglichkeit, spezielle Aufgaben zu erstellen, nämlich ganz allgemeine Programmabläufe oder Zusammenstellen von Skriptschritten, die immer wieder verwendet werden können, die ich wiederum in anderen Skripten verwende. Ich habe die Möglichkeit, im Skripteditor Daten aufzurufen und andere Skripte zu starten. Ich habe die Möglichkeit, mit dem Anwender in Interaktion zu treten, indem ich bestimmte Dialogfelder hochfinde. Ich kann Skripte nutzen, um Daten aufzufinden. Ich habe die Möglichkeit, Fehlerroutinen einzubauen in meinem Skripteditor. Und ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel Skripte aus anderen Lösungen zu importieren und die dann auch hier bei FileMaker da weiter zu nutzen. Das heißt also, ich brauche meine Skripte nicht immer komplett neu zu bauen, sondern ich habe eine Lösung, die schon Ähnliches macht, als importiere ich die. Oder ich nutze Skripte hier durch die entsprechenden Datensätze zu navigieren. Gehe zum nächsten Datensatz oder suche mal eine bestimmte Anzahl von Datensätzen raus und dann wird der Benutzer gefragt, was möchte ich haben dann. Und diese Skripte packe ich dann zum Beispiel auf entsprechende Navigationstasten oder Buttons. Die Skripte und werden erstellt in einem sogenannten Skripteditor oder Skriptarbeitsbereich, den ich Ihnen gleich zeigen werde. Und hier habe ich die Möglichkeit, meine Skripte zu verwalten, zu verarbeiten und kann die dann auch entsprechend dann machen. In einer komplett neuen App, die nicht auf einer Basis einer Starter-App erstellt worden ist, ist der Skriptarbeitsbereich komplett leer. Und es wird kein Skript aufgeführt, wie hier in diesem Beispiel. Die Aufgabe von den Skripten, wie schon gesagt, ist einfach Erstellen von wiederholenden Aufgaben.
Weitergehend, hier ist ein Bild, wie der Skripteditor ausschauen können. Das heißt, ich kann Skripte verwalten, ich kann Skripten eine Ordnerstruktur geben, und eine FileMaker-App kann sehr schnell viele Skripte enthalten. Deswegen ist es ganz gut, am Anfang sich schon Gedanken zu machen, wie ich da arbeite. Der andere Bereich ist noch, ich habe die Möglichkeit, Skripte aufgrund von bestimmten Objekteigenschaften automatisch starten zu lassen. Das sind die sogenannten Script-Trigger. Das werden Sie auch schon öfters hören. Das heißt, ich kann zum Beispiel abprüfen, bei Feldeingabe soll das Feldinhalt nochmal überprüft werden oder sollen bestimmte andere Bedingungen gemacht werden. Und dazu lasse ich zum Beispiel ein Skript laufen. Und die werden über sogenannte Script-Trigger. Es gibt verschiedene Script-Trigger, die einmal objektbasierend sind, die layoutbasierend sind. Es gibt weitere Script-Trigger, die mit ihrer App interagieren, zum Beispiel ein sogenanntes Timer-Skript, den man auch laufen lassen kann, oder Gesten auf dem iPad oder sonst irgendwas zu starten. Werfen wir einen Blick auf Scripting. Und zwar ist es so, dass ich jetzt mit FileMaker mal eine Projektdatenbank aufmache, sagt neu von, und zwar direkt Start, gehe ich her, sage, ich möchte hier eine fortgeschrittene Lösung verwenden, nehme den Bereich Projekte her und speichere Projekte hier ab und auf dem Desktop. Sage ich okay, sichern und habe hier meine Projektdatenbank. Es gibt zum Beispiel eine Skripte und eine Skripte erreicht sich hier in dem Punkt unter Skriptarbeitsbereich. Skriptarbeitsbereich rufe ich auf und dann sehen wir auch hier die kompletten Skripte. Was ich ganz vorhin wurde angesprochen habe, ich sage, soll ich die Datei neu, sage eine neue Lösung mache und mache ohne Titel mal diese Lösung und sichern. Dann habe ich die gesichert, dann habe ich hier noch keinerlei Skripte vorhanden. Das heißt also, da sind keine Beispiele dabei. Deswegen ist das, was ich vorhin gesagt habe. Gut, Skriptarbeitsbereich hier aufrufen. Sehen Sie hier die Möglichkeit, in Skripten zu arbeiten. Die Navigationseinheit von dem Skripten ist einmal so die Möglichkeit hier, die Folder zu kennzeichnen. Das heißt, diese Skripte sind dann zum Beispiel im Menü dann verfügbar und sichtbar. Ich habe hier die Möglichkeit, einen neuen Ordner zu erstellen, kann diesen neuen Ordner dann natürlich dann auch wieder rauslöschen. Das heißt, mit der Löschen-Taste kann ich den auch wieder löschen, den neuen Ordner. Habe hier die Möglichkeit, Skripte zusammenzuklappen und auseinanderzuklappen. Hier kann Skripte hergehen und kann Skripte hier dann in verschiedenen Bereichen dann zu bewegen. Kann also hier meine Skriptstruktur setzen. Habe dann hier die Möglichkeit, dann auch nochmal eine Linie einzuzeigen. Das heißt also, ich möchte die dann logisch streng, die dann oben hier dann angezeigt werden, mit Trennlinie angezeigt werden. Das sind verschiedene Punkte. Skripte werden hier eine Möglichkeit dann noch hier in den Tabulatoren angezeigt. Das heißt, wenn ich verschiedene aufmache, dann kann ich hier dann in verschiedenen Tabulatoren hier meine Skripte springen und zu meinen Skripten gehen. Das heißt, ich kann hier zu dem reingehen, kann hier reingehen, hier reingehen. Wenn ich ein Skript editiere und sage hier zum Beispiel, füge ich eine Zeile hinzu, dann erscheint hier ein Sternchen. Dieses Sternchen gibt Ihnen an, dass dieses Skript geändert wurde. Und mit Command Z kann ich es auch wieder rückgängig machen, da wurde hier nichts geändert. Kann hier die auch wieder zumachen, kann damit arbeiten. Also wir haben drei Bereiche. Wir haben hier einmal die Skriptnamen, die Skripte. Wir haben hier den Bereich, wo man die Skripte editieren können. Und wir haben hier auf dem Bereich die verschiedenen Skriptbefehle. Und die kann man noch sich noch anzeigen lassen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das, meinen Bereich ganz groß zu machen oder aber bestimmte Möglichkeiten auch anzuzeigen. Kann hier die sagen, okay, wie vorhin bei den Funktionen, kann ich meine Skripte in verschiedenen Funktionsbereichen zeigen. Ich habe hier zum Beispiel einen Bereich mit meinen Kommentaren, meinen Favoriten, die ich gemacht habe, habe hier die Möglichkeit zu steuern. Das heißt, das sind die Skripte, die Skripte ausführen lassen, die Skripte auf Server führen lassen, die eine Wenn-Abfrage machen, eine Sonst-Abfrage, die Schleifen aufbauen können. Dann haben wir hier einen Skriptbereich Navigation. Das hat alles damit zu tun, gehe zu einem bestimmten Layout, gehe zu einem bestimmten Objekt. Wenn ich Objekte vorher noch abfrage, dann kann ich dann auch dann mit den Funktionen da zusammenarbeiten. Dann habe ich hier Skriptbereich von Bearbeitung. Dann habe ich hier
Bereich, wo ich die Felder manipulieren kann mit Skripten dann und bestimmte Informationen zu machen dann. Ich kann hier die Datensätze zum Beispiel sagen, ich möchte, bevor ich irgendwo reingehe, neuen Datensatz machen. Das alles, was Sie hier manuell in einer Lösung machen können, hier rüber zu gehen, können Sie dann auch skriptmäßig abbilden und da startet auch ein Skript. Ich zeige Ihnen auch gleich nochmal den Debugger, der hier das Symbol ist. Das heißt, ich kann den Debugger hier mit aufrufen, wenn ich dieses Skript laufen lasse. Und debug das aktuelle Skript. Das mache ich dann gleich, wenn ich dann nochmal hier neu starte. Skripte zu erstellen ist recht einfach. Und zwar sollte man aber grundsätzlich immer anfangen, wenn ich sage neues Skript, sage ich hier Plus. Und als erstes füge ich einen Kommentar ein. Das heißt, dieser Kommentar sagt Beschreibung. Und das sollten Sie sich gleich von Anfang an angewöhnen, Beschreibung, was dieses Skript macht. Ich habe oft festgestellt, wenn ich mich hinsetze und mir überlege, was soll dieses Skript genau machen und bilde schon in einem Kommentar ab, tue ich mich erstmal später einfacher, dieses Skript nochmal nachgehend zu analysieren. Und weil oft weiß ich nach einigen Wochen nicht, was habe ich mir eigentlich damals gedacht, vor allen Dingen, wenn es sehr komplexe Überlegungen sind. Und dann kann ich hier die Kommentare einfügen. Ich kann auch zwei, drei mehr Zeilen machen. Das heißt, nochmal Kommentar, kann auch einen leeren Kommentar halt, das war verkehrt, abbrechen. Löschen, nochmal Kommentar zum Beispiel eingeben. Eins als Kommentar und so weiter und so fort. Und dann habe ich die Möglichkeit hier mit verschiedenen Skriptbefehlen zu arbeiten. Ich kann hier dann zum Beispiel sagen, ich möchte eine Steuerung haben oder wenn ich hergehe, sage ich hier wenn. Ich gehe aber auch her, kann direkt im Skripteditor oder Skriptarbeitsbereich auch schon eingeben. Ich möchte den wenn-Befehl eingeben, sage ich wenn, dann bekomme ich hier diese Funktion wenn aufgerufen mit return und dann macht FileMaker auch automatisch hier ein Ende wenn. Und das sage ich hier, wenn A gleich B zum Beispiel, dann wird das hier entsprechend dann mit eingetragen. Dann, und wenn ich Return mache, dann kann ich hier, ich sage, die Tabelle existiert nicht, weil ich da einen kleinen Schwachsinn gemacht habe. Aber FileMaker lässt mich da wirklich nur raus, wenn ich das richtig gemacht habe. Das heißt, ich sage, wenn 1 gleich 5 ist eine Bedingung, die überhaupt nicht wahr wird, dann soll er das machen und ansonsten kann ich ja sagen, sonst wenn, man kann auf sonst draufklicken, kann ich ja wirklich hier meine verschiedenen Bereiche reinmachen und immer wieder mit Return eine Leerzeile einfügen und mit Kommentar wird nie wahr, mein Bereich hier einfügen. Das heißt also, so arbeite ich meine Skripten. Wenn ich Fragen zu meinen Skripten habe, habe ich hier die Möglichkeit, hier unten auch gleich nochmal zu sehen, was dieses Skript eigentlich auch macht, nochmal. Und auf das Fragezeichen draufklicken, dann werde ich hier in dem Skriptarbeitsbereich direkt auf diese Skriptfunktion sonst zum Beispiel geführt und sehe dann auch die Informationen, wo dieses Skript ausgeführt werden kann. Das habe ich auch noch hier oben in der Funktion. Wenn ich hier oben auf dieses Kästchen drücke, dann habe ich die Möglichkeit, zeig mir bitte alle Skripte an, die in den verschiedenen Bereichen gültig und lauffähig sind. Wenn ich zum Beispiel für ein iOS-Device ein Skript erstellen möchte, dann gibt es Skriptbefehle, die im iOS-Device nicht unterstützt werden. Und das entsprechend auszuwählen, und ich gehe jetzt mal hier auf die Liste der ganzen Skriptnamen. Dann sehen Sie hier Skripte, die ausgegraut sind. Und diese ausgegrauten Skripte geben an, die werden nicht vom iOS-Device unterstützt. Alle Fenster anordnen zum Beispiel passt eigentlich, weil ich keine neuen Fenster auf meinem iOS-Device erstellen dann. Anwenderbuch bearbeiten, Apple-Skript ausführen oder ich möchte meine Skriptbefehle für FileMaker Web direkt zum Beispiel nutzen, dann habe ich hier andere Skripte, die nicht aktiv sind, wenn nicht oder nicht laufen. Man kann sie mitprogrammieren, aber FileMaker ignoriert die einfach. Das heißt, wenn ein Skriptschritt ein ganz bestimmtes, ganz essentieller Part ist und der wird auf diesem Geräteplattform nicht unterstützt, FileMaker arbeitet einfach drüber und dann kann natürlich schon sein, dass Sie hier falsche Informationen zurückbekommen.
Um Skripte zu analysieren und zu arbeiten, gibt es hier die Möglichkeit, zum Beispiel im FileMaker Pro Advanced den Script-Debugger einzuschalten. Der Script-Debugger ist ein Werkzeug, um schrittweise durch ein Skript durchzugehen, das zu analysieren. Sie sehen hier die Möglichkeit, Pause bei Fehler einzustellen, haben ein Call-Stack, der gewisse Informationen bringt. Und dann haben Sie ein zweites Werkzeug noch in dem FileMaker Pro Advanced. Das heißt, für jene Leute, die wirklich interessiert sind, mit FileMaker professionell Apps zu erstellen, ist es ganz, ganz wichtig, hier die FileMaker Advanced zu nutzen, weil das haben Sie in der FileMaker Pro Version nicht. Hier ist die Datenanzeige, die zeigt Ihnen dann die Möglichkeit, wie diese Werte vorbesetzt sind. Ich rufe jetzt mal unter FileMaker Pro dann nochmal die Projekte auf. Sie sehen, dass FileMaker mir jetzt hier mein Skript, was beim ersten Start aktiviert wird, zeigt. Mit verschiedenen Buttons sehen hier auch unten, was wie die ganzen Textfelder gesetzt worden sind, die ganzen Felder gesetzt am Anfang gesetzt sind, wie der Status da angesprochen ist. Sie können eigene Überwachung reinbauen. Und hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten durchzugehen. Ich klicke hier drauf, kann hier Schritt machen, dann wird eine Variable hier zum Beispiel gesetzt. Wenn ich die Variable durchgehe, wenn Plattform gleich Telefon oder Plattform gleich Tablet, die er vorher abgefragt hat, hier oben aufgrund von Hole Systemplattform, das ist hier dieser Bereich hier, abgefragt wird, dann setzt er das hier entsprechend. Ich kann dann weitergehen, das ist nicht der Fall. Ist die Plattform Web? Ist auch nicht der Fall. Ende wenn, dann geht es weiter. Das heißt also, die beiden Plattformen habe ich abgefragt, wo es eigentlich wichtig ist. Dann sage ich Variable setzen hier. Und Sie sehen auch hier direkt im Punkt, wo ich mich gerade auch befinde mit meinem Datenanzeige und habe hier verschiedene Möglichkeiten, dann durch meinen Skript durchzuarbeiten. Und er macht mir meine Kontaktliste hier zum Beispiel auf. Dann sagt er hier zum Beispiel, kein Datensatz entspricht der Abfrage. Sagt ein Fehler, es war versuchte Datensätze zu finden, aber es waren noch keine da, weil es eine komplett neue Datei ist. Dann sage ich, hier gehe ich weiter und kann hier weiterarbeiten, alle Datensätze anzeigen. Dann gehe ich zu Layout, mit der aktuellen Plattform zum Beispiel und habe dann hier das Skript abgearbeitet. Und dann geht es hier weiter durch. Das heißt, ich kann ja Schritt für Schritt durchgehen, kann verschiedene andere Skripte aufrufen und habe dann hier alles abgearbeitet. Und das ist natürlich eine große Hilfe. Wenn ich Script-Debugger ausschalte und diese Datei hier direkt starte, hier nochmal die Projekte aufmache, dann und ohne Script-Debugger zu laufen, dann läuft das alles im Hintergrund ab und man sieht halt nichts. Aber der Script-Debugger ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, um in den Bereichen zu arbeiten. Wir haben jetzt noch einen Bereich hier in FileMaker. Jetzt schaue ich mal in der Keynote-Präsentation noch nach, ob das auch noch drauf eingegangen wird hier. Script-Debugger habe ich jetzt gerade angesprochen gehabt dann. Das habe ich auch noch kurz gezeigt und möchte noch mal ganz voranhalten. Das heißt, Script-Debugger ist ein sehr, sehr wichtiges, nützliches Werkzeug, um damit zu arbeiten. Dann auch die Datenanzeige da entsprechend mit drinne. Und dann kommt der letzte Bereich in diesem Webinar noch, den ich ganz kurz nochmal darstellen möchte, ist also Möglichkeit, Berichte zu erstellen. Veröffentlichen und Sicherheit habe ich in anderen Webinaren angesprochen und das mache ich heute hier nicht. Gut, dazu öffne ich nochmal diese bei FileMaker mit dazugehörige Datei, das ist diese Equipment-Verleih, das finden Sie dann auch in diesem FDS-Handbuch mit drin. FileMaker kann die Datei nicht freigeben, weil schon was freigegeben wird. Das ist normalerweise hier mit Kundendetails fange ich hier an und habe jetzt hier die Möglichkeit, auf Kundenliste zum Beispiel zu gehen oder Anlage des Kunden, klicke da drauf und habe hier einen Bericht. Einmal, wo keine Datensätze, keine Daten vorhanden sind, wo ein Gold-Silber-Status ist und wo ich auch sagen könnte, ich möchte zum Beispiel gruppieren nach Bundesland und gruppieren nach Rang. Das heißt, mit sehr komplexen Möglichkeiten und Operationen kann ich hier ganz gewisse Sachen einfach aufführen. Sie werden sich fragen, ist es jetzt ein Layout, sind es zwei Layouts, sind es mehrere Layouts oder brauche ich pro Bericht einen einzigen Layout?
Das Geheimnis hier ganz einfach, wenn ich in den Layout-Modus gehe, und das können Sie dann auch später selber nochmal anschauen, ist hier mein Layout. Und die Layout wird über die verschiedenen Bereiche gesteuert. Wir hatten ja schon bei dem Webinar Layouten gesehen, dass ich hier Zwischenbereiche einstellen kann, gruppieren nach Bundesland, gruppieren nach Rang und auch neuen Kunden erstellen. Und habe hier da zum Beispiel einen Zwischenbereich. Wenn ich da draufklicke, dann heißt es hier Zwischenergebnis, wenn sortiert nach Bundesland. Das heißt, es ist nur angezeigt, wenn es hier das Bundesland sortiert werde. Wenn ich hier den Rang mache zum Beispiel, dann wird es sortiert nach Rang. Das heißt, ich kann hier also reingehen und sagen, einfügen hier im Bereich zum Beispiel einen Zwischenbereich zum Beispiel, wenn sortiert nach Ort. Und sage ich, sage unterhalb, oberhalb, kann hier einfügen und kann dann hier verschiedene Informationen mit reinbringen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit Ort und kann dann hier mein Feld hinzufügen, mit meinem Feld, mein Ort zum Beispiel, und füge mein Feld Ort hier mit rein. Und dann kann ich hier nach dem Ort entsprechend dann das meinen Bericht aufführen. Gut, wenn ich mit Command B reingehe, wieder sehen Sie hier, und jetzt gehe ich mal her und sage, ich möchte dieses Skript mal nicht sortieren. Mit Command S sage ich mal unsortiert. Dann wird es hier so angezeigt. Wenn ich jetzt den Bericht sortiere, zum Beispiel nach Bundesland, oder nehme alles mal löschen und sage, sortiere mal nach Ort, dann sortiert er mal nach Ort, dann sehen Sie hier Hannover ist hier entsprechend drin. Gehe ich mal zurück mit neuen Fenster, sage neues Fenster und sage hier mein Kundendetails zum Beispiel von meinem Ort und erzeuge jetzt hier nochmal, dupliziere mal diesen Datensatz nochmal und nochmal und nochmal. Jetzt habe ich also fünfmal diesen gleichen Datensatz erstellt und sehen Sie jetzt hier, dann wird es hier da entsprechend auch sortiert, wenn ich nach Command S mache, nach Ort sortieren, dann müsste ich jetzt normalerweise hier unten mit Wasserburg anzeigen. Ja, Wasserburg sind viermal. Es ist ein bisschen verwirrend, weil ich mein Bericht-Layout selber unterhalb erstellt habe. Also ich mache einen Doppelklick und sage hier nochmal oberhalb einzustellen. Das heißt, ich lösche den nochmal, weg diesen Bericht hier, entferne den, sage hier nochmal, gehe mit dem Bereich rein, sage nochmal einfügen, Bereich, und sage Bereich und sage ein vorangestelltes Zwischenergebnis wird sortiert nach Ort und sage hier jetzt oberhalb. Das heißt, es wird sich oberhalb einsortiert. Füge hier dann nochmal den Ort hinzu und packen hier drauf. Mit Command B gehe ich wieder zurück in meinen Bereich und Sie sehen Sie dann hier Wasserburg und da entsprechend meine Gruppierungen. Command S, Sortierung löschen. Und ich sortiere jetzt nach Bundesland zum Beispiel, dann erscheint mein Bericht hier ganz, ganz anders. Das sind so die kleinen Geheimnisse bei FileMaker, wie ich mit Berichten und gruppierten Daten arbeiten kann und kann also sehr, 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 sehr gut eingehen. Nehme ich hier zum Beispiel meine Geodaten her, dann könnte ich mit meinen Geodaten meine FileMaker Pro Datenbank oder FileMaker App erstellen. Und speichere die hier zum Beispiel ab und könnte dann da, was Sie in Tabellenansicht machen, einen gruppierten Bericht zum Beispiel erstellen. Wenn ich hier oben draufklicke und dann aufsteigend, absteigend sortieren und habe dann die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel hier ein vorangestelltes Gesamtergebnis oder nachgestellte Zwischensumme, nämlich die Anzahl hinzuzufügen und dann auch noch sagen möchte, nachgestellte Zwischensumme. Die Anzahl habe ich schon und dann möchte ich noch anzeigen lassen dann, nachgestellte Zwischensumme Gruppe nach DE einfügen, habe ich sie eingefügt und dann weiter runter gehe, dann ist natürlich jetzt mit Deutschland ein schlechtes Beispiel, aber hier unten kommt dann, wenn es die entsprechend sortiert wird, die Anzahl hier unten mit rein. Besseres Beispiel wäre hier zum Beispiel auf dem Bereich hier nochmal nach dem zu sortieren und da zu sagen, okay, ich möchte nachgestellte Zwischensumme haben, nämlich auch die Anzahl und möchte dann haben, dann eine nachgestellte Gesamtergebnis noch hinzuzufügen, dann
Das wird das da, was muss ich jetzt noch vorangestellte, nachgestellte Gruppe nach Seriennummer hinzufügen. Dann sehen Sie hier dann die verschiedenen Anzahlen. Und diesen Bereich können Sie auch darstellen mit der Technik hier, indem Sie einen Bericht erstellen. Und gehe ich rein in FileMaker, sage hier mal Command L Layout. Und das habe ich ja dann damals in dem Layout-Webinar nochmal gezeigt und sage hier neues Layout zum Beispiel. Mit neuem Layout möchte ich auf dem Computer einen Bereich machen, möchte ich einen Bericht haben, sage fortsetzen und dann mit Zwischensummen und Endsummen zum Beispiel gehe her, kopiere die Felder, die ich hier haben möchte. Ich möchte hier zum Beispiel die Stadt drauf haben, die das da drauf haben und das drauf haben und das drauf haben. Sage hier weiter, dann sage ich hier, nach was soll ich anordnen, zum Beispiel nach Seriennummer und nach Region und nach dem Bereich und dann wird hier mein Bericht erstellt, dann Datensätze sortieren zum Beispiel nach dem Bereich und dann eine Zwischensumme zum Beispiel eingeben dann und weiter und weiter. Das heißt, so erstelle ich hier meinen ersten gruppierten Bericht und habe dann hier den Bericht dann so dargestellt. Mit Command B sehen Sie hier, dass Sie hier dann da auch da entsprechend meinen Bericht schon aufgestellt. Das ist das gesamte Geheimnis zwischen Berichte. Gut. Weitere Informationen finden Sie dann auch in dem FTS-Handbuch, Vorschau, und zwar im Bereich Berichterstellung, wo Sie darauf eingehen, wie das entsprechend aufgebaut ist. Und das sind so die Punkte. Die Bereiche Integration können Sie selber nachlesen. Die werde ich hier heute ja nicht absprechen, weil es geht hier mit den ODBC-Technologien. Den Bereich Sicherheit werde ich hier auch heute nicht mehr so richtig ansprechen. Also die haben wir auch schon im Vorfeld in anderen Webinaren angesprochen. Es geht ja hauptsächlich dadurch, Ihre Lösung zum Beispiel durch bestimmte Sicherheitskriterien und Konten abzusichern. Aber das sind Möglichkeiten, die Sie erst im zweiten Feld, wenn Sie Ihre App entwickelt haben, dann später auch einsetzen werden. Gut, das war im Großen und Ganzen dann dieses Webinar. Schauen wir mal, was wir noch übrig gelassen haben. Ja, noch einen ganzen kurzen Hinweis noch auf die FileMaker Pro Advanced. Das heißt also hier, das geht doch über den FileMaker Training Series rüber und das ist nicht kostenfrei zu erwerben. Das müssen Sie über den Webstore entsprechend kaufen, aber auch leider auch nur in Englisch. Und hier finden Sie dann verschiedene Möglichkeiten, dann noch weiter, noch viel tiefer gehende Informationen zu finden. Ich werde jetzt die Aufzeichnung mal stoppen und dann werde ich auf die Fragen eingehen. Erstmal vielen Dank für Aufmerksamkeit.